Und Anke Huber hätte eigentlich deutlicher führen können. Sie hatte Möglichkeiten gegen Natascha Zvereva. Heute mit einem wieder neuen Outfit, wie Sie sicherlich gleich in einer Großeinstellung sehen werden. Also 4 beide, 15 beide, eine Vielzahl von Aufschlagverlusten, viele vermeidbare Fehler auf beiden Seiten. Aber Anke Huber mit guten Möglichkeiten und mit einem besseren Start als in ihren ersten beiden Begegnungen gegen Amy Frazier und Francesca Lubiani, wo sie ja die ersten Sätze mit 0-6 bzw. 4-6 verlor und sich erst dann steigerte. Dritter Aufschlagverlust von Anke Huber, die sich teilweise in dieser Drittrundenbegegnung das Leben selbst schwer gemacht hat. Sie bewegt sich nicht optimal. Ihr unterlaufen viele Fehler, ebenso wie ihre heutigen Gegnerin Natascha Zvereva, die über die Rückhand gefährlicher ist als über die Vorhand und die natürlich, wenn sie einmal ins Netz aufrückt, dort meist die Punkte erzielt, wie eben zuletzt gesehen, denn Zvereva ist ja eine der weltbesten Doppelspielerinnen, hat in ihrer Laufbahn 60 Titel im Doppel gewonnen, davon 17 bei Grand Slam Turnieren, spielt hier in diesem Jahr zum ersten Mal mit Martina Hingis, der jungen Schweizerin, nachdem sie sich doch ein bisschen zerstritten hat mit ihrer langjährigen Partnerin Gigi Fernandes. Neuer Haarschnitt, neue Brille, aber das kennt man bei der etwas eigenwilligen Natascha Zvereva aus Minsk in Weißrussland. Sie war einmal in der Weltrangliste unter den Top 10, aber mittlerweile ist die 25-jährige Weißrussin zurückgefallen auf Position 56, hat viel Mühe gehabt bei ihren beiden ersten Spielen gegen Nancy Faeber aus Belgien und gegen die Erlangerin Wiltrud Probst, hatte beide Male im ersten Satz Satzbälle gegen sich, konnte aber die Spiele dann doch noch zu ihren Gunsten entscheiden. Jetzt führt sie bei eigenem Aufschlag mit 5-4. Und für Anke Huber kommt es darauf an, zunächst einmal ein bisschen mehr Sicherheit in ihr Spiel zu bekommen und auf ihre Chancen zu warten. So natürlich. Gut platzierter erster Aufschlag von Natascha Zvereva. Aber der zweite, schauen Sie mal hin, das ist eher ein Angebot für die Gegnerin.
Huber, 1 Meter im Feld. In dem Moment, wo Natascha Zvereva ein bisschen in Bedrängnis gerät, laufen muss, ist Anke Huber in der besseren Position. So, die Reihe der Aufschlagverluste setzt sich fort, wie ja so häufig im Damentennis. Auch Natascha Zvereva verliert zum 3. Mal ihren Aufschlag. Zum 5. Mal spielen die beiden gegeneinander. Die bisherige Zwischenbilanz 3:1 zugunsten von Anke Huber. Auf Hartplätzen steht es 1:1. So wie es Anke Huber gelingt, den Ball im Spiel zu halten, wenn es zu längeren Ballwechseln kommt, dann unterläuft meist Natascha Zvereva der Fehler, zuletzt 2-mal über die Vorhandseite. Viel zu kurz geraten, dieser Ball von Anke Huber. Genau so muss Anke Huber spielen. Längere Ballwechsel, den Ball im Spiel halten, auf ihre Chance warten und die dann nutzen, wie soeben gesehen. 6:5 Führung für Anke Huber aus Karlsdorf, die ja bei keinem Grand Slam Turnier so viele Erfolge errungen hat wie bei ihrem Lieblingsturnier, den Australian Open. Als 15-Jährige sorgte sie 1990 hier zum ersten Mal für Schlagzeilen, erreichte die 3. Runde, dann 2-mal das Viertelfinale und als bisheriger Höhepunkt im vergangenen Jahr das Endspiel, wo sie dann unterlegen war in 2 Sätzen nach hartem Kampf, vor allen Dingen im ersten Durchgang gegen Monika Seles. Natascha Zvereva, eine sehr eigenwillige Person. Sie hat keinen Trainer, möchte auch keinen. Sie sagt: Ich will mir von niemandem etwas sagen lassen. Lebt seit einiger Zeit zusammen mit dem ehemaligen amerikanischen Tennisprofi Scott Davis, mit dem sie natürlich auch viel trainiert. Bei ihr ist das immer auch eine Sache des Kopfes, ob sie gerade Lust hat oder auch eher weniger. Sie verfügt über sehr viel Ballgefühl. War Anfang des letzten Jahres 3 Monate lang verletzt und ist als Konsequenz, wie gesagt, in der Weltrangliste doch beachtlich zurückgefallen, im Einzel, wie gesagt, nicht im Doppel. Da wird sie auf
auf Position 7. Zvereva und die Vorhand, das ist heute keine sehr harmonische Beziehung. Ja, ich denke, da wird es gleich Reklamationen geben. Zvereva sah den Ball im Aus. Aber sie ist lang genug dabei, um nicht zu wissen, dass ein nachträgliches Reklamieren ohnehin nichts bringt. Klasse gespielt, zwei Satzbälle für Anke Huber. Wenn sie so spielt, dann bekommt sie ihre Chancen, denn irgendwann werden die Bälle von Natascha Zvereva zu kurz und dann kann man auch direkte Punkte erzielen. Von der Grundlinie ist das bei diesem Belag und diesen Bällen kaum möglich. Nach 45 Minuten gewinnt Anke Huber den ersten Satz gegen Natascha Zvereva mit 7:5. Vor 6 Jahren haben die beiden hier übrigens bei den Australian Open das erste Mal gegeneinander gespielt. Anke Huber war damals 16 Jahre alt. Sie siegte mit 6-3, 6-4 und schied dann im Viertelfinal wie im vergangenen Jahr gegen Monika Seles aus. Einer der attraktivsten Ballwechsel bisher.
Der dritte Spielgewinn in Folge für Anke Huber und das muss doch positiv sein für das Selbstbewusstsein der Karlsdorferin, dass sie erstmals bei den diesjährigen Australian Open einen ersten Satz gewonnen hat und nun auch im zweiten Satz gleich wieder in Führung geht. Anke Huber hat bisher sicherlich nicht so stark gespielt wie im vergangenen Jahr, als sie das Finale erreichte, aber eine gewisse Steigerung ist zu erkennen, vor allen Dingen das Bemühen, sie wird ein bisschen sicherer, stabiler. Und eigentlich müsste sie diese Begegnung gewinnen gegen Natascha Zvereva, die wie Anke Huber übrigens auch im Doppel noch dabei ist. Mit Barbara Rittner. Die beiden waren gestern erfolgreich. Ja. Natascha Zvereva muss heute noch mal ran im Doppel mit, wie gesagt, der Schweizerin Martina Hingis. Drei Turniere hat Zvereva in ihrer Laufbahn im Einzel gewonnen. Ja, das von Wilfried Mohren vorhin angesprochene Finale, damals 1988, das war eine bittere halbe Stunde für die damals junge Natascha Zvereva, seinerzeit noch betreut und trainiert von ihrem Vater Marat. Und da flossen einige bittere Tränen. Aber das ist mittlerweile längst vergessen. Das erste Ass in dieser Begegnung überhaupt. Ja, Zvereva jetzt ein bisschen zu verspielt. Das kennt man von ihr. Früher war der Stopp eine ihrer stärksten Waffen. Zwei Versuche gingen jetzt daneben. Und bei Zvereva hat man nie in den letzten Jahren so den Eindruck, dass sie sich auch nochmal in eine Begegnung hineinbeißen kann. Leichtes Spiel im Moment für Anke Huber. Klasse.
sich entwickeln. Das übliche Bild, sowie Natascha Zvereva laufen muss und aus dem Lauf heraus schlägt. Da unterlaufen hier viele, viele Fehler. Liegt lange zurück. Der letzte herausgespielte Punktgewinn für Natascha Zvereva. Und erstmals hat eine Spielerin in dieser Begegnung, in diesem Fall Anke Hubert, 3 Spiele in Folge gewonnen. In der Anfangsphase eines Satzes unter den Augen von Teamchef Klaus Hofsess und Zoltán Kuharski, dem ehemaligen ungarischen Davis-Pokalspieler. 5 Jahre spielte er auf der Tour, war einmal in einem Finale in Caracas, der Hauptstadt Venezuelas. Insgesamt 5 Spielgewinne in Folge für Anke Huber. Das sieht gut aus für die Karlsdorferin. Gegen diese Dame mit der etwas extravaganten Sonnenbrille, Natascha Zvereva. Wie gesagt, völlig veränderter Haarschnitt. Früher hatte sie lange Haare. Man sagt ihr nach, dass ihre Mode ein bisschen den Trend zum Chaos habe. Sie ist ein bisschen eigenwillig, hat sich vor einigen Jahren auch angelegt mit ihrem Verband, der die Preisgelder behalten wollte und nur einen gewissen Prozentsatz auszahlen wollte. Und sie hat diese Auseinandersetzung erfolgreich gestaltet für sich. Also das war ja ein gnadenloser Überkopfball von Zvereva, die den Ball im Aus sah. Aber eine alte Regel im Tennis, natürlich trotzdem konzentriert weiterspielen, wenn kein Ausruf erfolgt. Schauen Sie sich mal diesen Ball an. Aber erfreulich festzustellen, dass Anke Huber immer sicherer geworden ist. Sie hat die Quote der sogenannten vermeidbaren Fehler erheblich senken können. Das drückt sich natürlich auch im Zwischenresultat von 3:0 aus. Thank you.
Also das sieht doch nach einer sehr klaren Angelegenheit aus in diesem zweiten Satz. Anke Huber viel mehr im Spiel als Natascha Zvereva, die es so ein bisschen laufen lässt. Aber das erlebt man häufig bei der Weißrussin. Über weite Strecken war die Fehlerquote bei beiden gleich. Und nun ist da doch ein gewaltiger Unterschied zu erkennen. Viel mehr Fehler im Spiel von Natascha Zvereva. Dann und wann, so wie hier, blitzt er können auf, aber das ist natürlich zu punktuell und damit zu wenig. Sehr variabel gespielt von Anke Huber gegen eine läuferisch ohnehin nicht sehr starke Natascha Zvereva. Und die macht hier auch gar keine großen Anstalten, an diesen Ball überhaupt noch heranzukommen. Ja, Natascha Zvereva schüttelt dann nur mit dem Kopf. Ich denke vor allen Dingen über sich selbst und ihre derzeitige Leistung. Anke Huber hat sich enorm gesteigert, das muss man positiv herausstellen. So wie das ja eigentlich in den ersten beiden Spielen gegen Amy Frazier und Francesca Lubiani auch der Fall war. Als sie relativ verhalten, ja teilweise sogar schwach begann, die ersten Sätze jeweils verlor. Diesmal der erste Satz gewonnen nach Kampf und während des Spiels eine Steigerung im Leistungsvermögen gegen eine im zweiten Satz doch mehr als enttäuschend spielende Natascha Zvereva. Und vielleicht gelingt Anke Huber der erste 6:0 Satzgewinn gegen ihre Gegnerin beim letzten Aufeinandertreffen im vergangenen Jahr in Luxemburg. Siegte sie mit 6:1 und 6:3 damals im Viertelfinale. Und wenn Anke Huber hier dieses Spiel gewinnt, und daran dürfte es ja im Moment eigentlich keinen Zweifel geben, dann steht sie im Achtelfinale und kann sich nachher das Spiel ihrer nächsten Gegnerin anschauen. Denn die nächste Gegnerin wird ermittelt in der Begegnung zwischen Mary Pierce, die hier ja vor 2 Jahren siegte, und Maketa Kochta aus München. Die als Qualifikantin, etwas überraschend und erfreulicherweise, die dritte Runde erreicht hat. Zvereva, Aufschlag gegen die Sonne. Und bei der Weißrussin jetzt mehr und mehr zu erkennen, Tendenz lustlos. Punkte hat Zvereva bisher im zweiten Satz zu ihren Gunsten verbuchen können.
Und damit wollte ich gerade sagen, vermutlich zwei Matchbälle für Anke Huber. Aber diesen Überkopfball, den hat sie völlig verzogen. Da wäre sie besser beraten gewesen, ihn aufspringen zu lassen. 30 beide. Ja, das war wieder ein zu langer Weg für Natascha Zvereva. Jetzt also Matchball für Anke Huber. Eine Stunde und vier Minuten gespielt. Der ist zu lang und damit erreichbar. Und der ist für Natascha Zvereva zu schwierig. Gratulation an Anke Huber, die am Anfang ein bisschen Mühe hatte. Da war es ein ausgeglichenes Spiel auf einem nicht überragend hohen Niveau. Aber ab dem 5:5 gab es dann 8 Spielgewinne in Folge für Anke Huber, die damit im Achtelfinale steht. Gratulation an die Karlsdorferin, die wie gesagt jetzt spielt gegen die Siegerin der Begegnung, Mary Pierce gegen Marketa Kochta. So viel für jetzt vom Center Court. Viele Spiele mit deutscher Beteiligung. Deshalb